Verschiedene Glaubensvertreter sowie Vertreter der Stadt haben sich heute in Kaufbeuren eingefunden, um Nägel zu schmieden. Der Grund? Das Kreszentia-Kloster in Kaufbeuren hat 2011 gleich zwei Großereignisse zu feiern. Und für Schwester Regina war sehr schnell klar, das muss mit einem besonderen Fest begangen werden. Wir feiern also im kommenden Jahr ein Glaubensfest, denn wir blicken auf 750 Jahre erst die Urkunde zurück unseres Klosters. Und wir feiern am Ende des Jahres 10 Jahre Heiligsprechung. Und beides, sowohl das Kloster wie Kreszentia, haben einfach auch mit dem Glauben zu tun. Und deshalb Glaubensfest, das steht auch in der Ankündigung, Fest groß geschrieben. Und wir wollen einfach auch fest im Glauben sein als dritten Punkt. Wichtig war es, für das Fest ein übergreifendes Element zu finden. Weil die Veranstaltung laut Schwester Regina sowohl glaubwürdig und authentisch als auch franziskanisch werden soll, fiel die Wahl auf das Tau. Das besondere Kreuz ist das Symbol des Franziskanerordens. Die Schwestern in Kaufbeuren tragen zusätzlich noch das Bild der heiligen Kreszentia darauf. Das Tau ist ein franziskanisches Segenszeichen, das der Franziskus vielfach verwendet hat. Und das wollen wir für alle Veranstaltungen dann verwenden. Und da wird der Herr Blumberg ein Kunstwerk schaffen. Wir haben uns dann auch überlegt, was soll das Tau eigentlich enthalten? Und in dem Tau soll einfach so die Not, die Anliegen der Menschen, die einfach ihr ganzes Leben oft zu Kreszentia bringen, enthalten sein. Und da werden wir auch Nägel schmieden, die wir einfach die Kreszentia in die Hand legen und die sie einfach vor Gott tragen soll. Und von Gott erwarten wir einfach dann auch die Erlösung und die Hilfe. Da das Kreuz für Leid und Erlösung steht, soll mit dem Tau etwas ganz Besonderes geschehen. Über das ganze Jahr 2011 verteilt wird es an verschiedenen Stellen in Kaufbeuren aufgestellt. Zuvor muss es aber noch vervollständigt werden und dafür ist der Bildhauer Det Blumberg zuständig. Er sorgt für die Verbindung von Nägel und Tau. Ins Kloster kommen immer wieder Menschen, fast täglich, die ihr Leid da vortragen, die sich Hilfe erwarten von der heiligen Kreszentia, von den Schwestern. Und so haben wir gesagt, dieses Leid dieser einzelnen Menschen, diese unterschiedlichen Dinge, die wollen wir in das Kreuz mit einbeziehen. Und das geht am besten zu symbolisieren durch die Nägel. Die Nägel Christi, 4. Jetzt haben wir aber hier eine ganze Menge an Menschen, die ins Kloster kommen und Hilfe bekommen. Also schmieden wir jetzt mit den unterschiedlichsten Menschen aus der Stadt und aus der Umgebung Nägel. Diese Nägel werden hier in dem Feuer gemacht, werden dann später von mir in dieses Eichenkreuz mit eingearbeitet. Und das nächste dann als Symbol der Erlösung werden Glaselemente im oberen Bereich des Kreuzes mit einbezogen. Insgesamt sind 50 bis 60 Nägel vorgesehen, die in der Werkstatt von Blumberg geschmiedet werden sollen. Dazu sei die Beteiligung der Menschen sehr wichtig, betont Schwester Regina. Alle, die sich an dem Projekt beteiligen möchten, können sich ab sofort in der Werkstatt von Det Blumberg melden.